Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder ganz viele einzelne kleine Telefongespräche, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem ziemlich aufschlussreich darüber sind, was wir genau für Menschen eigentlich am Telefon haben, die uns wieder irgendwelche unseriösen Sachen verkaufen möchten. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen einzelnen kleinen Telefongesprächen. Ja. Hallo? Was denn? Hallo, schönen guten Tag, Herr Geburtsgrüßig. Wie geht's Ihnen? Nee, Herr Geburtsfehler. Ah, Geburtsfehler, entschuldigen Sie mich. Wie geht's Ihnen heute? Ich kaufe keine Trading-Scheiße. Was kaufen Sie nicht? Keine Trading-Scheiße. Und was kaufen Sie denn? Ja, ich investiere auch nicht. Ich will auch keinen scheiß Handelsroboter, das funktioniert sowieso alles nicht, der Dreck. Haben Sie schlechte Erfahrungen darin und deswegen müssen Sie es nicht mehr? Nee, ich bin einfach nur schlau genug und höre schon an der Stimme, dass du von der Trading-Betrugsmasche bist. Bitte? Ja, so wie ich es formuliert habe, meinte ich es auch. Ich habe ihn nicht verstanden, Herr Geburtsfehler. Na, dann würde ich vielleicht mal die Musik ausmachen und dann könnte man auch ein bisschen besser was verstehen. Dazu wäre vielleicht ein deutlicher... Stört Ihnen die Musik? Stört Ihnen die Musik, Herr Geburtsrichtig, Geburtsfehler? Nee, deine hässliche Stimme und dein Drecksakzent. Meine hässliche Stimme? Ja, ich finde deine Stimme ganz, ganz furchtbar. Da haben sich deine Eltern... Und warum bleibst du am Apparat denn? Warum bleibst du am Apparat, wenn ich eine hässliche Stimme habe? Dein Gesicht stinkt. Meine Gesicht? Ja, stinkt. Weißt du, wie ich aussehe? Ja. Wie sehe ich aus? Hässlich. Hässlich? Und warum bleibst du am Apparat denn? Ja, weil ich gerne deine Zeit vertrödel. Funktioniert was ja auch. Was hast du nicht? Ist ja blöd, was hast du nicht? Zu bleiben. Herr Geburtsrichtig, Sie haben schon eine Anmeldung nee, gemacht. Geburtsfehler, nicht richtig. Geburtsfehler, Entschuldigung. Haben Sie schon Trading probiert? Haben Sie schon mal an meinen Pups geschnuppert? Bitte? Dann wird es höchste Zeit. Was sagst du? Ja. Herr Störbefehler. Ich verkaufe Pups in Dosen. Was verkaufen Sie? Furze in Dosen. Ich furze in eine Dose. Furze in Dosen. Ja, funktioniert super. Was ist das? Was ist das? Können Sie es erklären? Ich weiß das nicht. Was ist Furze? Ja, wenn man die Dose öffnet, dann wäre das so, als wäre dein Gesicht an meinem Arsch, währenddessen ich einfahren lasse. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Na, jetzt habe ich doch schon Schnecke. Ich hab's doch jetzt... Erklärt. Herr Geburtsrichtig, was ist dein Furze? Nee, Herr Geburtsfehler. Geburtsfehler. Ja, was ist dein Furze? Was? Ich habe Sie nicht verstanden. Können Sie es erklären? Haben Sie eins? Was? Eine Furze. Nee. Was ist das? Können Sie es erklären? Habe ich doch schon. Ja, sagen Sie es nochmal, ich habe Ihnen nicht verstanden, ich bin nicht also ein Deutscher. Also eine wiederholte Erklärung kostet 99,99 99,99. Ja, dann bekomme ich das jetzt auf mein Bitcoin-Wallet von dir überwiesen. Ich habe nur 98, geht das? Nee, dann gibt's nix. Gibt's nix? Nee, da haben wir keine Rabattaktion im Moment. Okay, dann Herr Geburtsfehler, Sie sind ganz positiv. Ja. Ich bedanke mich, Herr Geburtsrichtig. Fehler. Einen Tag noch. Ja, so ein Fehler. Ja, das ist nicht schlimm. Kann ich mit leben. Ja, da bist ich jetzt. Ja. Mach ich manchmal. Doch, da haben wir doch die nette Betrügerin heute mal so richtig schön aus der Reserve gelockt. Naja, sie ist ja noch halbwegs freundlich geblieben, auch wenn ihr denn zum Schluss der kleine Fauxpas passiert ist. Naja gut, aber wir haben es ja dieses Mal auch ordentlich provoziert. Dass die Betrügerin ihr wahres Gesicht zeigt. Tja, sie hat's versucht zu verstecken, aber letztendlich weiß man schon, was wir hier wieder für eine Firma am Apparat hatten. Tja, was Seriöses ruft ja hier tatsächlich überhaupt nicht an. Ich weiß immer nicht, wo die solche Leute aufgabeln. Viele von diesen Betrügern haben wir ja auch immer und immer und immer wieder an der Leitung und dadurch, dass ich mich ja nun jedes Mal mit neuen Namen eintrage, merken die das ja gar nicht, dass die hier immer wieder auf dem gleichen YouTube-Kanal landen. Zumindest die meisten von denen merken das nicht. Aber es ist schon absolut wahnsinnig,
ja, was man da eigentlich so für Gespräche führt. Und scheinbar haben die ja auch immer wieder jede Menge Zeit, um sich mit dem Kunden dann über sowas Belangloses und sowas Dämliches zu unterhalten. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommen kann, dass die da so eine Zeit haben, weil normalerweise muss man auf der Arbeit ja arbeiten. Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, nutzen die das gerne wahrscheinlich für ein kleines Päuschen aus und müssen dann nicht mit dem nächsten Kunden sprechen. Weil in der Regel soll ja der Kunde auflegen. Weil wenn die auflegen, sieht das sicherlich in der Statistik immer blöd aus und deswegen führen die Gespräche gerne mal weiter. Kommt immer aufs Callcenter drauf an, ja, wie die arbeiten müssen. Aber dadurch, dass die hier jetzt länger mit uns telefoniert hat, wollte sie wahrscheinlich einfach nur ihre Quote schönrechnen. Denn, naja, wenn wir jetzt ein Gespräch hier mit ihr länger geführt haben, dann sieht das ja für ihren Chef so aus, als hätte sie jemanden beraten. Wird wahrscheinlich schon irgendwie so in die Richtung am Ende sein. Gucken wir mal zum nächsten Gespräch. Ja. Ja, warum legen Sie auf? Wann wo? Ja, Herr Eichmann hier. Poppe, haben Sie vergessen meinen Namen? Nee. Haben Sie vergessen, was Sie mit den Leuten sprechen? Nee. Ich bin Kontomanager. Sie haben auch mit meinem Assistenten gesprochen. Aha. Und wir sind hier für eine Möglichkeit, wo Kunde oder Leute wie Sie gleich mit uns zufrieden zu sein. Aha. Geld verdienen, Profit erwirtschaften. Können wir sprechen, haben Sie Zeit? Ich kenne Sie gar nicht. Kennen Sie mir gar nichts? Ich kenne Sie nicht, richtig. Normal, Sie kennen mir nichts. Ich kann Sie nicht zuordnen. Ich bin Kontomanager. Wen möchten Sie denn genau sprechen? David Eichmann ist mein Name. Ja, und wen möchten Sie sprechen? Mit Ihnen, mit Poppe Fiesk. Mit wem? Poppe Fiesk. Der ist gerade nicht zu sprechen. Okay. Ich bin, einen Moment kurz. Entschuldigung, weil ich habe eine andere Linie. Guck mal, ich melde mich von FCM Group. Das ist eine Hauptfiliale. Ja, da habe ich ja nichts mit zu tun. Aber Sie kann nichts zu tun. Was bedeutet das? Warum reden Sie mit mir so? Ja, ich weiß ja gar nicht, was Sie möchten. Ich möchte mit Ihnen sprechen über Thema. Nee, das habe ich ja gerade schon klargestellt, dass ich nicht der bin, den Sie sprechen möchten. Warum redest du so überrascht? Was? Warum? Was? Reden Sie doch mal ganze Sätze. Ich bin ein Kontomanager. Wissen Sie, was ist ein Kontomanager von Börse? Ne? Börse. Nee. Haben Sie meine Nummer? Was zu tun? Kannst du diese Nummer kontrollieren, wo ich Ihnen anrufen? Habe ich Schreiben Sie den Namen von meiner Plattform. Habe ich Ihnen aber auch schon gesagt. Das ich verstehe nicht, warum Leute wie Sie, wo früher eine schlechte Erfahrung mit Online-Trading haben. Ich habe mit Ihnen nichts zu tun. Ich habe gar noch nie was mit der Börse zu tun gehabt. Mit mir aber das habe ich Ihnen ja auch gerade gesagt, nicht zu tun. Dass ich mit Ihnen nichts zu tun habe. Hör mir gut zu, lassen Sie mir kurz erklären. Nee, Sie reden nicht mit dem... Hör mir kurz zu, einen Moment. Hören Sie mir mal zu. Stopp, unterbrechen Sie mir nicht. Dann lege ich einfach auf. Unterbrechen Sie mir. Sie reden nicht mit der Person, mit der Sie gerne sprechen möchten. Unterbrechen Sie mir nicht. Und dann habe ich hier an dieser Stelle das Gespräch beendet. Weil, was ist das für ein Vogel? Der sagt, ich soll ihn nicht unterbrechen und dabei unterbricht er mich die ganze Zeit. Er fragt mich irgendwas, ich antworte drauf. Er reagiert nicht drauf und macht einfach weiter in seinem Programm. Ich habe ihm erzählt, ich bin nicht die Person, die er gerne sprechen möchte. Und daran ist nicht zu rütteln. Wenn ich sage, ich bin nicht die Person, dann bin ich nicht die Person. Und dann geht mich auch das Gespräch nichts an. Dann wäre seine Reaktion eigentlich korrekt gewesen, ja, wann erreiche ich dann die Person? Ich weiß mal auch nicht, was die sich da jedes Mal vorstellen. Also ich sag mal, nur weil da jetzt eine Telefonnummer drin steht, heißt das ja jetzt auch immerhin noch nicht, dass das da nur eine Person drüber erreichbar ist. Das verstehen die scheinbar auch nicht. Natürlich, wenn man sich jetzt da frisch einträgt, ist klar, dass man die Person erreicht, die man erreichen wollte, aber oftmals ist es ja auch ein Familienanschluss, vielleicht auch in einem für keine Ahnung, die Großeltern noch mit im Haus und dann hat man da überhaupt nichts mit zu tun. Na, also ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn mehrere Familienmitglieder halt einen einzigen Festnetzanschluss benutzen. Ja, aber der geht dann direkt davon aus, dass er jetzt die Personen am Apparat hat, die er erreichen wollte. Aber es ist ja nicht der Fall. Also natürlich haben wir letztendlich uns hier selbst irgendwo mal eingetragen und der Name wird auch sicherlich von uns irgendwo sein, auch wenn ich jetzt nicht so richtig verstanden habe, was der jetzt da eigentlich für einen Namen zusammenkonstruiert hat. Aber naja, es war auf jeden Fall ein absolut mega Cringe-Gespräch und naja, definitiv von keiner seriösen Firma. Das war ja hier auf jeden Fall wieder rauszuhören. Ja, guten Tag. Schauen Sie mal, was denkst du? Was du bist. Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, warum bin nicht derjenige, mit dem Sie sprechen möchten. Warum begreifen du wie Sie ein das Arrogant. Nicht? Funktioniert Ihr Gehirn nicht, oder wie? Ich habe Ihnen gerade gesagt, ich bin nicht die Person, mit der Sie sprechen möchten.
Auf Wiederhören. Aber Sie haben selbst das. Also, ich weiß nicht, was bei ihm nicht in Ordnung ist. Es war tatsächlich wieder der gleiche. Ich habe ihm gesagt, ich beende jetzt das Gespräch und will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Und er ruft direkt wieder an. Ist ja irgendwie interessant. Also mit Seriosität hat das auch nichts zu tun. Ich meine, wenn man eine Firma erzählt, lassen Sie mich in Ruhe, spätestens da müssen Sie einen in Ruhe lassen. Denn nicht nur der Anruf war erst illegal, jetzt ist das Ganze hier auch noch Nötigung, weil die einfach immer wieder anrufen. Und das ist definitiv auch nicht erlaubt. Tja, aber es interessiert ihn nicht. Und ich erzähle ihm hier nochmal, dass ich nicht die Person bin, die er sprechen möchte. Da legt man eigentlich einfach auf. Und er meint, ja, warum sind Sie so arrogant? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Wenn ich sage, ey Kumpel, du bist hier komplett falsch. Was hat denn das mit Arroganz zu tun? Er sagt dann trotzdem, nee, Sie haben sich doch angemeldet. Nee, habe ich ja nicht. Das ist das, was der nicht versteht. Ja, irgendwie beeindruckend, wie man so beratungsresistent sein kann, wie die Leute, die da sitzen. Ich meine, ich bin ja mal ganz froh, wenn da solche Leute sitzen, dann bescheißen die wenigstens, hoffe ich zumindest, immer nicht ganz so viele Leute. Guten Tag. Hallo? Ja. Wunderschönen guten Tag. Sprich mit Herr Drinker. Was? Herr Reiniger. Sind ja. Sie da? Schön, Sie zu erreichen. Mein Name ist Ela Moser. Ich grüße Sie. Es geht um ein inaktives Trading-Konto von Ihnen, welches Sie in der Vergangenheit eingerichtet haben. Sagt das Ihnen etwas? Nee. Kein Problem. Also so, ich erkläre Ihnen ganz kurz. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder dieses Trading-Konto zu aktivieren mit nur einmalig Investition 200 Euro und wir unterstützen Sie auch mit 200 Euro. Mit 400 Euro beginnen wir das Online-Trading an. Wir setzen alle die Gebühr auf 0,0 und fangen Mitarbeit an. Also das Gute andere ist, Sie können mit unserer Finanzexpertin zusammenarbeiten werden und also Sie haben einen Monat Testphase umzusetzen. Wenn Ihnen nicht unsere Arbeit gefällt, dann können Sie Ihr Geld wieder zurück auf Ihrem Konto haben. Also wir sind ein Verwaltungsunternehmen, weltweit tätig, spezialisiert im Bereich Börse, Aktien, Kraftstoffe. Aber momentan, wir sind fokussiert in Devisenhandel, im Forex. Bei uns gibt es eine tolle Möglichkeit, jeden Monat einen Nebenlohn zu verdienen, zwischen 300 bis 400 Euro. Und das Gute andere ist, also 90% von das Gewinn gehört Ihnen, 10% halten wir als Unternehmen. Wir haben hier auch unsere Finanzexpertin, er kann Ihnen die Möglichkeit besser als ich erklären. Kann ich mit ihm vielleicht verbinden? Ganz kurz, 5 Minuten. Was denn? Also mit unserer Finanzexpertin verbinden und er kann die Möglichkeit besser als ich erklären. Und was ist denn Ihre Aufgabe? Also, Ihnen zu anrufen und das zu erklären. Wollen Sie das Konto aktivieren oder ganz schließen? Wenn Sie das Konto aktivieren, dann haben wir die Gebühren zu nehmen von Ihnen. Wenn Sie wollen das Konto schließen, dann haben Sie die Gebühren zu begleichen. Sie haben das Konto früher gestellt und es ist nicht mehr aktiv auf Ihre E-Mail-Adresse. Und ja. Also sind Sie sowas wie die Vorarbeiterin für den Betrug? Was für ein Betrug? Sie haben das selber gemacht. Mhm. Genau. Bleibt ja trotzdem Betrug. Betrug, okay. Ich schicke Ihnen die Gebühren, dann begleichen Sie. Dann nö, ich begleiche gar nichts. Dann sehen Sie, ob das eine Betrüger ist oder nicht. Ja, ich weiß ja, dass ihr Betrüger seid. Ha, wir sind Betrüger. Dann können Sie schauen in Google, ob wir Betrüger sind oder nicht. Ja, ihr ruft ja illegal an, also ist ja schon mal ganz klar, dass ihr irgendwas mit krummen Dingern zu tun habt. Illegal, ja, wieso haben Sie Ihr Datum bei uns hintergelassen, sonst hätte ich Sie nicht angerufen. Ja, das bedeutet ja nicht, wenn die Daten irgendwo stehen, dass Sie da einfach mal so anrufen dürfen, nur weil Sie ein paar stehen. Daten gefunden haben. Sie haben selber gelassen, informiert haben Sie und spielt ja keine Rolle. Haben Sie angerufen. Ja, spielt ja keine denken Rolle, Sie aber Sie... Ich rufe Sie an, nur weil ich will, oder was? Sie haben das selber gemacht, ich habe das nicht für Sie gemacht. Na, scheinbar haben Sie ja ein bisschen Langeweile. Sie haben es, nicht ich. Ja, aber Sie sind ja die Betrügerin. Sie sind selber, okay? Tschüss. Also anhand der Reaktion kann man ja jetzt hier wunderbar sehen, dass wir wieder exakt ins Schwarze getroffen haben. Ja, und dass sie definitiv keine seriöse Firma war. Denn, naja,
Die Reaktion zum Schluss hat ja exakt gezeigt, was die eigentlich wollte. Nur an unsere Kohle. Tja, und weil wir jetzt da nicht einzahlen wollen, will sie uns jetzt hier irgendwas von Strafe erzählen? Ich weiß mal nicht. Ich verstehe immer nicht, wie die Leute auf sowas kommen. Und wer das seriös findet. Also im Grunde genommen machen die sich ja damit nur lächerlich. Tja, aber das hofft man auch, dass da andere Menschen trotzdem nicht drauf reinfallen. Weil der ein oder andere könnte natürlich von sowas dann auch schon wieder eingeschüchtert sein. Man weiß es immer nicht. Aber es ist auf jeden Fall so oder so definitiv fatal, dass es solche Anrufe gibt. Ja, bitte. Ja, guten Tag. Grüß dich, Herr Eichmann am Apparat. Grüß dich. Wen möchten Sie denn sprechen? Bitte? Und wen möchten Sie denn sprechen? Ich melde mich von Online Trading her. Können wir sprechen, aber Zeit? Online ja, wen möchten Sie denn sprechen? Mit Herr Popper. Ach so. Sind Sie Herr Popper, ja? Hm. Okay. Nice to meet you. Haben Sie schon Erfahrung mit Online Trading? Nee. Wie kommen Sie da auf mich? Wissen Sie, wie Online Trading funktioniert und was derzeit sicher Investition ist? Nee. Wie kommen Sie da auf mich? Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich früher gehabt? Nee. Wie kommen Sie da auf mich? Auf dich? Ich komme, weil Sie habe bei uns eine Nachforschung gemacht. Ich habe Sie angerufen aufgrund einer Nachforschung, was Sie zuletzt gemacht haben. Und deswegen habe ich Sie angerufen. Mhm. Dann würde ich den Haken zur Anruferlaubnis wieder rausnehmen lassen. Bitte? Dann würde ich den Haken zur Anruferlaubnis wieder rausnehmen lassen. Sie haben bei verschiedenen Webseiten, Herr, Investing, Amazon, eBay, Zalando, Bitcoin, Rohstoffe, Immobilien, Nachforschung und welche Daten von Ihnen noch eingegeben. Mhm. Oder? Wie können Sie denn rausnehmen, die Daten? Oder Sie haben sich wegen der schlechten Erfahrung beschweren, um Ihre Geld zurückzubekommen. Nee, aber den Haken können Sie dann, wie gesagt, wieder rausnehmen. Und diese Daten haben wir erhalten und deswegen bitte wir helfen an den Kunden an. Und ich habe die gerade abgelehnt, die Hilfe. Sie können den Haken wieder rausnehmen. Wieso? Wieso reden Sie mit mir wie ein so negativ, ja, Person? Was ist das? Meinen Sie, ich bin hier mit Ihnen rumzuspielen? Nee, aber ich habe ja gesagt, ich habe keine Filiale. Wir haben Filiale in Berlin. Wir haben Filiale. Interessiert mich aber weiter nicht. Wir haben Filiale in Frankfurt. Wir haben Filiale in Stuttgarter Börse. Ja, ich habe Filiale in Österreich. Können Sie ja haben, aber ich möchte damit nichts weiter zu tun haben. Okay, kannst du nur Namen von meiner Plattform schreiben, wenn deine Zelle dann kontrollieren? Das heißt Sie, nicht du. Was können Sie, habe ich Ihnen gesagt. Nee, nicht haben du. Sie nicht gesagt. Doch, Sie haben du gesagt. Kannst du? Ja, das ist falsch. Das heißt, können Sie. Warum? Was ist Sie? Sind Sie eine Frau? Nee. Wenn Sie ein Mann sind, kein Problem. Ich verstehe. Ich bin kein Deutsch. Sorry, ja. Ja, dann sollten Sie in Ihrem Land telefonieren und nicht unbedingt in Deutschland. Ich komme aus New Jersey, aber ich arbeite für deutsche und österreichische Kunden. Habe ich aber weiter kein Interesse dran. Haben Sie kein Interesse dran? Mhm, okay, kein Problem. Danke. Bitteschön. Bitteschön. Tschüss. Auf Wiederhören. Also das ist schon wirklich extrem penetrant. Ich sag dem Typen, ich will von sowas nicht weiter belästigt werden, er kann den Haken wieder rausnehmen, ich möchte keine Hilfe. Und das findet er jetzt schon Anlass genug, um mich unhöflich zu finden? Ich meine, ich habe doch jetzt hier ziemlich freundlich gesagt, dass mich das Thema nicht interessiert. Ja, aber den hat es gar nicht interessiert. Der hat einfach weitergemacht, ja, weil, wie so oft, die wollen einfach an die Kohle. Ich verstehe aber nicht, wenn da einer sagt, ich will das nicht, kann man da nicht einfach auflegen, weil letztendlich weiß er doch jetzt dann spätestens, dass man da nichts mehr mit zu tun haben will und man da auch sicherlich deswegen schon kein Geld mehr bekommen wird. Ja, aber irgendwie versuchen sie es ja dann doch einfach weiter. Ich weiß es nicht. Tja, was das am Ende bringen soll, eigentlich nix. Naja, schauen wir mal zum nächsten Telefonat. Ja, bitte. Tja, hier gab's nun ein komisches Geräusch und ich weiß nicht so richtig, was das jetzt hier am Ende werden sollte. Auf jeden Fall hat er nichts gesagt. Schon interessant, was man da manchmal so für Gespräche hat. Also ich meine, es war ja nur jemand dran. Vielleicht hat er einfach gerade selber nicht damit gerechnet, dass er jetzt einen Call in der Leitung hat. Er hat's auf jeden Fall ziemlich schnell wieder beendet. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich
Gespräch mit der Lysionus? Nee. Mit wem spreche ich? Ja, den Sie angerufen haben. So, Sie haben Interesse gezeigt in Trading Online, stimmt? Nee. Da bist du, da habe ich falsch verbinden. Da sind Sie falsch verbinden, richtig. Alles klar, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Ihnen heißt es. Ciao. Tja, also die können irgendwie alle nur das gleiche Skript. Daran erkennt man ja mal schon ganz gut, dass man definitiv bei so einer Firma gelandet ist. Gepaart mit dem komischen Akzent, den man da immer hört und dem Krachen im Hintergrund, oftmals noch ein bisschen Musik aus dröhnenden Lautsprechern, naja, und lauter Gestammel und Gestotter ohne Sinn und Verstand. So kennt man das von den Betrügern. Es ist auf jeden Fall schon dramatisch, wie viele hier eigentlich anrufen. Und abnehmen tut es auch nicht, trotz des neuen Datenschutzgesetzes. Es interessiert halt keinen. Die rufen nach wie vor genauso in der gleichen Frequenz an, wie es vor dem neuen Datenschutzgesetz war. Tja, und da hat man dann immer wieder solche Leute hier am Telefon. Das Problem ist, die wollen halt einfach nur an eure Kohle. Ohne Wenn und Aber. Wenn man da so ein bisschen mitspielt, dann, ja, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man seine Kreditkartendaten eingeben soll und schon buchen die einfach das ab, was sie sich da so vorgestellt haben. Das ist schon wirklich traurig. Ja? Hallo, einen schönen guten Tag. Ja? Antonia Scott ist am Apparat. Spreche ich mit Herrn Bert Truge? Ja, habe ich überhaupt keine Zeit. Also, wir haben Ihre Daten bekommen, Herr Bert. Dass Sie... Ja, ist mir egal. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ja, also man kann direkt eingangs des Gespräches schon sagen, dass man eigentlich jetzt hierfür gerade keine Zeit hat. Man hat nur freundlicherweise mal abgenommen, um dann das Gespräch wieder abzuwürgen und der Mitarbeiter später anrufen kann. Ja, aber es interessiert die gar nicht. Die reden einfach weiter und das spielt dann gar keine Rolle, was der Kunde da gesagt hat. Weil letztendlich hören die nur dann zu, ja, wenn es um die Einzahlung geht und die irgendwelche Kontodaten von euch brauchen. Ansonsten interessiert die ja überhaupt nicht, was man da antwortet. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja. Ja, Gerl Geburtsfehler. Ich heiße, ja, schön, ja, ich heiße Timo Borowski. Ich bin ein Account Manager auf Online-Handelsplattform. Und Sie haben auf unserer Plattform Ihre Daten hinterlassen, ja? Aber bis jetzt haben Sie Ihr Handelskonto nicht aktiviert. Haben Sie vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten, ja, oder etwas nicht verstanden? Ich kann verstehen, Sie rufen mir aus einer halben Diskothek an. Ja, ich bin ein Account Manager der Online-Handelsplattform. Ich dachte, Sie sind DJ, weil bei Ihnen ist so laut. Ja, ja. Haben Sie mich nicht gehört, ja? Etwas mit einem Verbindung. Da ich leider, aber ich höre Ihnen sehr gut, ja. Und jetzt etwas das besser liegt oder ja nicht? An der Verbindung, das Licht an Ihrer Diskothek da im Hintergrund. Nein, wir haben keine Diskothek. Ein bisschen leiser und ein bisschen leiser machen. Ja, aber vielleicht das ist nicht bei uns, vielleicht ist es bei anderen Office. Ja, wo soll das herkommen? Wenn Sie mich anrufen, kann ich von Ihnen kommen. Also machen Sie doch mal die Musik ein bisschen im Hintergrund leiser, man kann Sie ja gar nicht hören. Aha. Können Sie solche Variante, ja, wenn Sie zum Beispiel WhatsApp haben, ja, ich kann ein bisschen ein paar Worte ja in WhatsApp anbieten. WhatsApp gebe ich Ihnen nicht. Machen Sie mal da die Musik leiser. Ah, ja, natürlich, das ist... Ja, dann versuche ich etwas machen mit dieser Musik, ja, verstehe ich, ja, aber dann werden Sie etwas etwas später telefonieren, ja? Ja, dann vielen Dank, ja, dann werden Sie... Gottes Willen, sind Sie unseriös. Ja, okay, ja. Ja. Ja, okay, ja. Finden Sie das jetzt da gut mit der Musik? Bis jetzt nicht, ja. Ja, dann machen Sie mal aus. Nicht. Ja, aber es stört Ihnen diese Musik, ja, wesentlich. Ja, ich höre sie ja kaum. Oh mein Gott, ja, dann werde ich vielleicht nochmals telefonieren, ja? Nee, Sie machen die Musik einfach wird aus. Ja, werde ich so nicht so laut, ja, werden, ja, werde stehen, ja. Ja, da, okay, dann werde ich nochmals telefonieren, ja, vielen Dank, ja. Tja, und wenn Sie denn nicht weiter wissen, dann versuchen Sie ganz schnell das Gespräch irgendwie zu verlassen. Ja, also, dass die natürlich nicht nochmal angerufen haben ohne Musik, sollte ja wohl, glaube ich, klar sein. Es ist nur einfach immer wieder Wahnsinn, dass die sich dann nicht mal irgendwie einen Kopf drum machen. Da dröhnt die Musik aus vollen Lautsprechern, der Kunde versteht einen da kaum. Ja, und das interessiert die gar nicht, weil es geht auch nicht darum. Die wollen ja letztendlich nur an euer Geld. Hallo, guten Tag. Ja, bitte. Spreche mit der Lucianus? Mhm. In Apparat ist Mara Davini. Die Anruf geht über Trading Online, Online-Handel.
Aha. Ich melde mich von InvestFD. Sie haben ein Interesse gezeigt. Stimmt? Wo denn? In Trading Online, Online Handel. Ja, und wo? Bei Online Investitionen. Ja, und wo? Gut, oder keine Ahnung, wo sind Sie gemeldet, Herr? Ja, was müssen Sie doch wissen, wenn Sie sagen, ich habe Interesse gezeigt? Wo, dann müssen Sie doch wissen, wo genau? Bei einer Werbung sind Sie gemeldet. Sie haben deine Daten gegeben, eine E-Mail gegeben. Und deine also Kaltakquise. Bitte? Also Kaltakquise. Ja. Aha. Aber Sie wissen schon, dass Kaltakquise in Deutschland verboten ist. Wir haben eine Chance, wir dürfen das Ihnen anrufen. Nee, Kaltakquise ist in Deutschland verboten, da gibt es keine Lizenzen für. Das wusste ich, dass wir haben Bedarf, Ihnen zu anrufen, weißt du? Wir haben das Bedarf genommen, deswegen... Ja, aber es ist ja illegal, wenn Sie einfach irgendwelche Daten nehmen. Nein. Und jetzt reden Sie nicht mehr, oder wie? Tja, rufen einfach irgendwo illegal an und melden sich dann nicht mehr und unterbrechen das Gespräch dann, oder wie? Man hat ja genau gehört, dass Sie Ihr Mikrofon ausgemacht haben. Tja, so ist das. Naja, wenn Sie nicht sprechen, dann lege ich jetzt auf. Wiedersehen. Naja, schön, dass er hier auf jeden Fall bestätigt hat, dass er hier kalt anruft. Ja, Kaltakquise ist tatsächlich in Deutschland verboten. Kaltakquise ist quasi, wenn man nicht erlaubt hat, dass man angerufen werden möchte. Das ist Kaltakquise. Kann auch an der Haustür passieren. Es ist auf jeden Fall, tja, weiß ich nicht, erschütternd. Es interessiert die gar nicht. Die machen einfach weiter und rufen jetzt direkt beim nächsten an. So funktioniert's ja. Ja, das Problem ist, dass viele halt darauf einfach reinfallen. Nur, wenn man angerufen wird. Man spielt dann da mit bei dem Ganzen. Ja, tja, so ist das halt. Ich find's echt erschütternd. Aber es interessiert die halt auch gar nicht. Man kann denen das erzählen, dass das eigentlich illegal ist. Ja, das ist denen denn auch noch egal. Und dann meint er irgendwas mit einer Lizenz. Es gibt keine Lizenzen, um euch anrufen zu dürfen. Es ist einfach Blödsinn. Man braucht die Unterschrift bzw. die Bestätigung von dem Kunden. Und zwar, ja, sicher. Eine sichere Bestätigung. Wie zum Beispiel über einen PIN-Code, übers Telefon oder per SMS, dass man den bestätigt hat. Und nur dann können die sich sicher sein, dass sie auch wirklich anrufen dürfen. Ja, guten Tag. Ja, hast dein Mikrofon ausgemacht. Aber ich höre dich ja trotzdem. Das klemmt wohl, die Taste. Der Krach im Hintergrund ist noch zu hören. Tja, wenn du nicht reden willst. Aber ihr habt schöne Musik im Hintergrund. Ja, dann haben wir wieder so ein Callcenter gehabt, was anruft, aber nichts sagt am Telefon. Das haben wir auch ziemlich oft. Das ist dann einfach so ein Stummcall. Ich weiß es nicht, was das bringen soll, ob die da gerade Pause machen wollen und dann einfach nur bei mir auf der Leitung rumgammeln wollen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass solche Leercalls immer diesen Zweck haben, dass sie ein bisschen für sich selbst Zeit rausschinden können, also die Mitarbeiter. Dass die vom Chef gerade nicht erwischt werden, weil sie gerade so ein bisschen am Handy rumspielen wollen oder so. Und dann rufen die einfach bei irgendwelchen Leuten an, wo sie wissen, dass man da auf der Leitung rumgammeln kann. Naja, aber in solchen Fällen lege ich dann auch hin und wieder einfach mal auf, um denen dann auch einen Strich durch die Rechnung zu machen. Die andere Variante ist, ich lege das Telefon an der Seite und gucke, dass die möglichst viel Zeit verplempern. Weil wenn die da an ihrem Handy spielen, dann, naja, können sie auf jeden Fall nicht mit irgendeinem anderen Kunden kommunizieren. Ja, wen haben wir denn da am Telefon? Ja, hallo, wunderschönen guten Tag, ja, schön, hier am Apparat zu haben. Mein Name ist Martin Kohler und ich bin der Mitschuld gerade von Bitcoin Info, also Deutschland, wo Sie sich bei uns angemeldet sind. Erinnern Sie sich? Ja, ja, bei der Betrügerplattform da. Aber wissen Sie nicht, also von welchem Unternehmen so melde ich mich gerade? Na, von so einer Betrügerunternehmen. Woher wissen Sie das also, dass wir eine Betrüger sind? Na, davon. Und dafür also garantiere ich Ihnen, dass Sie eine Anzeige so von uns Betrüger, bekommen werden. Betrüger, und? Kriminell, und? Da. Aber du bist Betrüger bestimmt, nicht uns. Ja, nicht schlimm. Sag mich mal an, mach mal. Aber wofür haben Sie dann so bei Betrüger schon investiert? Hab ich nicht. Hä? Hab ich nicht. Was für einen Betrag haben Sie so verloren? Gar keinen. Das ist unmöglich, also, dass Sie bei Betrüger also kein Geld so investiert haben. Das Betrüger. Also, ich weiß es nicht, also mit wem Sie so vorher gesprochen haben, das also interessiert mich nicht, weil gerade so melde ich mich von der Firma Chartered Investment Germany. Von der Betrügerfirma, genau, sagte ich ja. Okay, ich weiß es nicht, okay, wir sind Betrüger, okay, so sage ich. Kriminelle. Okay, wir sind also Kriminelle, kein Problem. Können Sie, also bei der Google so suchen, okay, wo wir sind,
Sie haben also bei der Straße, wo wir sind und so weiter? Nee, ich brauche für eine Fake-Adresse nicht. Wofür nicht? Ich brauche keine Fake-Adresse. Ist doch eher alles gelogen, was du mir da erzählst. Also, einfach suchen Sie uns und werden Sie so sehen, also dass wir ein lizenziertes und reguliertes Unternehmen sind. Okay. Nee, seid ihr ja nicht. Wir sind also bei BaFin schon so schon registriert. Und nee, wenn Sie jetzt ihr seid bei der BaFin gemeldet. Aber lassen Sie mich so bis zum Moment aussprechen, was soll das? Ja, was soll das? Betrügt doch nicht die Leute, was soll denn das? Also, du hören sollen. Ja, gucke, jetzt bestätigst du sogar, dass du Betrüger bist. Wenn Sie es möchten, werde ich Ihnen so gerade, also die Unterlagen, okay, so per E-Mail oder per WhatsApp so zu senden, dass wir also ein lizenziertes und reguliertes Unternehmen sind. Die Kinder bei euch im Kindergarten zusammengemalt haben, die Lizenz oder was? Geh mal weg, du Hörensohn. Ich schick deine Hochzeitsliste, deine Schwester, deine Frau, alles. Ja. Du Hörensohn. Ja. Ich schick dich, du Arschloch, du verdammter Arschloch. Gucke, das sagen nur Betrüger am Telefon. Geh mal weg, du Hörensohn. Ja? Du Schmarotzer. Du bist Betrüger. Du Penner. Nicht schlimm. Und du bist Betrüger. Immer wieder herzallerliebst, dass die Betrüger sehr, sehr gerne die gleichen schmutzigen Wörter in den Mund nehmen. Es ist immer wieder das Gleiche. Die Beleidigungen sind ja bei den Betrügern wirklich sehr, sehr langweilig. Es ist immer das Gleiche. Absolut. Die haben ja gar keine neuen Wörter. Ja, aber gut ist, dass der sich auf jeden Fall hier auch wieder gleich selbst verraten hat. Von Anfang an schon. Tja, aber ich find's auch immer interessant, wie lange die eigentlich noch mit einem diskutieren, obwohl man das Gespräch ja schon eigentlich von Anfang an gesprengt hat. Ja, aber die versuchen es halt immer wieder irgendwie an unsere Kohle zu kommen. Es ist schon der absolute Wahnsinn, wie die eigentlich mit den Leuten am Telefon umgehen. Das Schlimme ist, es scheint halt einfach so zu laufen und einfach so zu funktionieren. Ja, bitte. Hallo, guten Tag, schön, das ist Sebastian, genau. Karl Kliev, können Sie mich hören? Ja, aber Sie nuscheln sehr schnell, ich habe den Anfang nicht verstanden. Also, ich bin der Kevin Keller am Apparat von der Trading Academy. Wir gehören zu einer speziellen Abteilung für die Leute, die schon bekannt mit dem Finanzmarkt sind. Auf unserem System steht, dass sie mit dem Finanzmarkt vertraut sind. Stimmt das? Nee. Also, ich hoffe, Sie haben schon gute Erfahrungen mit Onlinehandel. Was für eine Erfahrung haben Sie bis jetzt? Haben Sie schon positive Erfahrungen oder negative Erfahrungen mit Onlinehandel? Lesen Sie da nur den Quatsch ab oder antworten Sie auch auf das, was man Ihnen antwortet? Nochmal? Ja, ich merke schon. Manchmal weiß man einfach wirklich nicht, was man dazu noch sagen soll. Es ist schon wirklich wahnsinnig. Die können echt nur ablesen. Was anderes können die nicht. Hallo? Guten Tag, ich freue mich, Herr Rainer. Was für ein Ding? Mein Name ist Paul. Ich rufe Sie jetzt von Sispro Firma, das ist eine Finanzmarkt. Haben Sie Erfahrung mit Online-Trading? Nee. Ich bin hier zu Himdia mit Aktivisationen um deinen Account und gleich startet es zum Finanzmarkt. Und warum rufen Sie da an? Und machst du Profit auf zweite Einkommen. Bitte? Warum rufen Sie da an? Ja, ich rufe Sie zu Himdia mit Aktivisationen um deinen Account. Was? Herr Rainer! Ja, kannst du hier mich, ja? Nee, nicht wirklich, weil Sie nuscheln so. Ja, du kapierst, was ich spreche zum dir, oder? Würden Sie mich bitte mal sitzen? Ich möchte nicht von Ihnen geduzt werden. Ach ja, ach ja, ach ja. Es ist schon irgendwie herzallerliebst, wie die Betrüger mit einem umgehen, sobald man da nicht mitspielt. Die flippen ja echt schon manchmal aus, nur weil man nicht genau auf das antwortet, wie sie sich das vorgestellt haben. Sobald man von dem ganzen Leitfaden abrutscht und abweicht, ja, sind sie eigentlich schon raus und völlig überfordert mit dem, was ihr von denen wollt. Und das fassen die ja gleich negativ auf und sind kurz vorm Explodieren. Interessant. Aber gut, das hat zumindest Hoffnung, dass so einer nicht ganz so viel Erfolg hat. Hallo, Sergej. Ja, wie kann ich denn behilflich sein? Ah, ich hoffe, Sie können, weil Sie bei uns ein Investitionskonto eröffnet haben vor einiger Zeit. Und das Geld, Menschen, die ihre Stimme ertragen? Ei, warum haben Sie registriert, Sergej? Also Ihre Stimme ist so furchtbar, haben Sie da auch noch einen anderen Mitarbeiter? Aha, okay. Bitte nicht registrieren mehr. Tschüss.
Also solche Höflichkeitsformen bin ich ja von den Betrügern nun wirklich nicht gewohnt. Bitte nicht mehr registrieren oder bitte nicht registrieren mehr. Naja, ist ja auch egal, aber letztendlich war es definitiv eine unertragbare Betrügerin, dessen Stimme mich schon von Anfang an getriggert hat. Ja, es ist ja hier tatsächlich immer wieder der Fall, dass man solche Quietschestimmen in der Leitung hat, wo man sich denkt, um Gottes Willen, wer ist auf die Idee gekommen, dich an ein Telefon zu setzen. Aber gut. So ist es halt. Ich meine, ich hoffe ja immer, dass wenn man da solche schlechten Mitarbeiter sitzen hat, dass das die Chance des Geldverdienens, also für die, jetzt auf jeden Fall schmälert und viele da schon alleine deswegen auflegen, weil es furchtbar ist. Aber das Problem ist, gerade ältere Leute bleiben natürlich aus Freundlichkeit auch am Telefon. Ist natürlich nicht bei allen gleich, aber naja, so ist es ja. Ne? Umso freundlicher man ist und umso höflicher, umso anfälliger ist man halt leider auch für solche Sachen. Vielleicht. Es kommt immer drauf an. Man kann natürlich nicht alle pauschalisieren, das ist auch ganz klar. Tja, aber eins ist sicher. Wenn wir die Videos hier schön fleißig teilen, auf Social Media, auf WhatsApp und keine Ahnung, wo ihr überall teilen könnt, umso mehr Menschen das hier hören, umso weniger Menschen werden da definitiv drauf reinfallen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne noch mit einem Daumen nach oben. Wer mag, kann gerne meinen Kanal abonnieren, am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal hochgeladen haben. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.